Heute besprechen wir den grundlegenden Mindshift für jegliche Veränderung in der Oberstufe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr merkt schon, ich mache die Begrüßung hier gerade gestentechnisch einhändig, weil ich trage in der anderen Hand dieses wunderbare Buch. Das möchte ich euch gar nicht konkret vorstellen, sondern es ist im Prinzip mit dem Thema NLP behaftet, und da beschäftige ich mich aktuell sehr, sehr viel, weil ich einfach merke, die größten Veränderungen, die ich für euch erreichen kann, ist durch Glaubenssätze. Und deswegen beschäftige ich mich aktuell sehr, sehr intensiv damit, lese das gerade und möchte euch jetzt aber vor allem eben genau einen der absoluten Basis, einer der absolut grundlegendsten Methoden vorstellen, wie du es wirklich schaffst, egal, was du in der Oberstufe verändern willst, mehr lernen, konzentrierter lernen, weniger Prüfungen, es ist egal was. Das, was ich dir jetzt vorstelle, ist die absolute Grundlage davor. Deswegen viel Spaß. Erstens, warum tust du, was du tust? Stell dir die Fragen mal. Warum tust du, was du tust? Warum siehst du gerade dieses Video? Warum hast du vielleicht gerade eben gelernt? Warum willst du jetzt gleich essen? Egal, was die Handlung ist. Du tust es immer wegen dem Gefühl. Und das ist so eine tiefgreifende Erkenntnis, auch wenn ich es, hätte ich mir schon denken können. Es ist so tiefgreifend, wenn du wirklich mal Gedanken darüber machst. Du kannst mach das gerne jetzt mal. Geh jede Möglichkeit durch an Dingen, die du gestern gemacht hast, die du morgen machen willst, die du gerade gemacht hast, die du jemals in deinem Leben gemacht hast. Überleg dir, warum hast du es gemacht? Es war immer nur wegen dem Gefühl. Zweitens, was verknüpfst du mit Schule? Ihr merkt schon, es geht im Prinzip immer um die emotionale Assoziation einer Handlung. Das bedeutet, was verbindest du an Gefühlen mit einer Handlung? Und da merkst du auch schon, wo das hier jetzt ganz konkret praktisch anwendbar wird. Nehmen wir das Beispiel Schule. Wenn du Schule hörst, wenn ich Schule sage, woran denkst du? Was assoziierst? Was verbindest du damit? Ist es für dich mehr so, oh, Stress, viel Aufwand, unangenehm, oder verbindest du damit vielmehr vielleicht sowas wie Vorfreude, verbindest du damit sogar Spaß, eine Möglichkeit mehr zu lernen, eine Chance, deine Leistung unter Beweis zu stellen? Ist es das oder eher das hier? Überleg dir das mal. Und genauso auch, geht es jetzt wirklich, du musst es dir nicht aufschreiben, das ist halt das Allerbeste, aber jetzt einfach nur mal zum Mitdenken. Welche Assoziation hast du mit Oberstufe? Überleg mal, was ist das erste Bild und so das erste Gefühl, was dir in den Kopf kommt? Welche Assoziation hast du mit Mitschülern? Lehrer? Noten? Prüfungen? Unterricht? Abitur? Und egal, du hast vielleicht sogar verschiedene Assoziationen gehabt. Ja, vielleicht hast du bei Mitschülern was total Positives, auch bei Lehrern, aber bei Prüfungen eher wenig. Ja, egal, wie es war, überleg mal, entspricht nicht jede dieser verknüpften Gefühle genau dem Ausmaß deiner Handlung? Das bedeutet, wenn du mit Schule was Positives verknüpfst, bist du da nicht in der Schule auch extrem engagiert? Wenn du mit Lehrer was Negatives verknüpfst, fällt es dir dann nicht total schwer, mit denen eben auch einen guten Kontakt aufzubauen? Deswegen überleg da mal alles durch und verstehe, dass das, einfach nur das Gefühl, was du mit der Handlung verbindest, komplett alleine im Prinzip bestimmt, wie sehr du die Handlung tätigst und vor allem, welche Handlungen du eben auch ausführst. Drittens, welche Verknüpfungen willst du ändern? Ich habe dir gerade schon ein paar Beispiele genannt. Du kannst natürlich im Schul- und Oberstufenkontext noch viel, viel mehr Beispiele dir selbst überlegen und dir dann eben konkret, dich selbst konkret fragen, was möchte ich daran ändern? Angenommen, du verbindest Prüfung mit Druck. Angenommen, du verbindest Lernen mit Aufwand. Angenommen, du verbindest Unterricht mit Langeweile. Das wären zum Beispiel Sachen, wo du einfach ganz klar merkst, hey, diese Verknüpfung bringt mir auf dem Weg zu meinem Traumabiturschnitt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und dann such dir die quasi raus, damit wir sie jetzt im nächsten Schritt auch echt ändern können. Viertens, welche neue Verknüpfung wäre sinnvoll? Das bezieht sich jetzt wieder auf egal welchen Begriff, okay? Vor allem die Begriffe, die du dir jetzt überlegt hast oder vielleicht sogar rausgeschrieben hast, wo du echt denkst, fuck, das hindert mich ja emotional mal komplett konzentriert zu lernen, gute Noten zu schreiben, mich viel zu melden. Deswegen,
Nur ein paar Beispiele mal von meiner Seite. Wenn du bisher Lernen als Aufwand gesehen hast, also wirklich was Negatives, oh, da muss ich mich so veranstrengen und boah, sehe das doch mal als Challenge, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, wo du dich einfach jeden Tag wieder probieren kannst, wie gut du den Stoff drauf hast. Unterricht. Wenn du das bisher mit Langeweile verknüpft hast, dann sag doch, ey, das ist richtig geil, weil da kann ich mich immer melden, da kann ich alles, was ich über den Stoff weiß, herzeigen. Ist vielleicht auch ein interessanter Austausch zwischen dem Lehrer, zwischen den Schülern und so weiter. Ist ja egal, auch ganz wichtig, es ist egal, ob das der Realität entspricht für dich oder nicht. In dem Moment, wo du diese Verknüpfung machst, wird es immer mehr deiner Realität entsprechen, weil natürlich jemand, der Unterricht mit was Beschissenem verbindet, sich kaum beteiligen wird und dann genau auch diese Erfahrung machen wird. Wohingegen jemand, der Unterricht super geil findet, sich immer meldet und sich total freut, wenn er mit dem Lehrer da darüber sprechen kann. Der sieht zwar natürlich auch als positiv, das heißt, egal welche Sache, überlegt er, welche neue Emotionen könnte ich damit verknüpfen, die mich wirklich auch auf meinem Weg zum Traumabiturschnitt weiterbringt. Fünftens, Neuverknüpfungen festigen. Lass uns keinen Bullshit erzählen, ja? Diese Technik ist unfassbar wertvoll. Nichtsdestotrotz wird es natürlich passieren, dass auch wenn du dir jetzt sagst, ha, ich verbinde jetzt mit Unterricht Spaß und Interesse, dann hast du trotzdem noch die vorherige Verknüpfung mit Langeweile viel, viel stärker in deinem Kopf drin. Das bedeutet, du wirst jetzt im Moment denken, ha, Unterricht, Spaß, Freude. Aber morgen, wenn du aufstehst, dann wird das vielleicht sein, ha, ja, weiß nicht. Das heißt, diese alte Verknüpfung wird viel, viel präsenter in deinem Kopf sein. Und das ist überhaupt nicht schlimm, denn so funktioniert alles, egal ob Disziplin, Gewohnheiten, neue Routinen. Es ist immer so, dass du am Anfang so einen Kick hast von, ja, ich ziehe es durch, dann wieder ein bisschen zurückfällst und dann wieder gegen ankämpfen musst. Und genauso ist es bei diesen Handlungs-Emotionsverknüpfungen auch. Das bedeutet, deine einzige Aufgabe ist es, darauf zu achten, wirklich intensiv darauf zu achten, dass du eben nicht da wieder so zurückfällst, sondern in jedem Moment möglichst bewusst bist und sozusagen dann, wenn dein Kopf quasi angenommen, es heißt jetzt, ah, es geht jetzt wieder in die Schule am nächsten Morgen und dann denkst du an Unterricht und dann merkst du eigentlich schon, okay, fuck, ich denke jetzt wieder negativ darüber, dann musst du da sein. Dann musst du sagen, nein, das ist geil, das macht Spaß, das ist ein geiler Austausch und dann schaffst du es, wenn du da wirklich immer wieder am Start bist, dann schaffst du es immer mehr quasi deine Verknüpfung neu zu programmieren und wir schlussendlich die festigen können. Und wenn du das hast, dann kannst du einfach dauerhaft, es wird ganz automatisch passieren, weil du willst nicht mehr drüber nachdenken. Du hast ja bisher auch nicht über deine Emotionshandlungen, Verknüpfungen nachgedacht. Und genauso wird es sein, wenn du die neu installierten eben auch am Start hast. Und dann hast du im Prinzip Spaß und maximale Performance die ganze Oberstufe durch und wirst schlussendlich dein Traumabi erreichen. Klingt nach einem ganz geilen Deal, oder? Deswegen nehmt euch das wirklich zu Herzen, das ist unfassbar wertvoll. Und ansonsten denk an eine Sache, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.